Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Quick-Tipp. Da mich so eine kleine Sache schon ziemlich lange stört, habe ich mir gedacht, jetzt wo ich das mal ein bisschen behoben habe, zeige ich euch einfach, wie ihr das auch machen könnt, falls ihr dasselbe Problem habt und einfach keine Lust habt, hier zu suchen, wie das funktioniert. Zeige ich euch das einfach mal kurz. Also, gleich seht ihr es schon. Bei mir ist so ziemlich jede wichtige Seite, die ich hier habe, jede, die ich oft benutze, seit heute schwarz. Ich finde das persönlich viel besser, weil man da nicht einfach so die ganze Zeit angestrahlt wird. Wenn ihr versteht, jedes Mal diese Seiten, diese weißen Seiten, die strahlen mir jedes Mal ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Also mich stört das irgendwie, auch vor allem, wenn ich ein Video schaue. Hier anhand eines Beispiels ist Ja. für mich persönlich viel besser. Man kann sich viel besser aufs Video konzentrieren und muss hier nicht von den Seiten angestrahlt werden. Deswegen zeige ich euch einfach mal ganz kurz, wie das gemacht wird. Wenn ihr wissen wollt, wie man hier so Fonts ändert, kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Ihr geht ihr hier einfach auf Anpassen, Fensterfarbe, erweiterte Einstellungen und dann könnt ihr hier verschiedene Sachen auswählen. Funktioniert nicht mit allem. Nehmen wir zum Beispiel hier Menü. Das ist nämlich das Menü, das hier. Da könnt ihr den Font ändern und die Schriftgröße, das ist aber, könnt ihr mit verschiedenen Sachen machen. So habe ich das auch hier oben gemacht. Gut, das wäre dann auch gesagt, ein bisschen abgeschweift, aber macht ja nichts. So, ihr geht hier einfach auf Addons, dann gebt ihr hier auf Addons-Suche hier, ja, Stylish ein. Da kommen bei euch wahrscheinlich vier Sachen, bei mir sind es nur drei, weil ich die eine Sache, die ihr braucht, schon habt. Ab, da, so. Nämlich genau die hier. Das wird dann bei euch als viertes dastehen. Und dann holt ihr euch einfach das hier. Einfach runterladen, dann wird das installiert und dann startet ihr einfach Firefox neu. So. Kann ich euch auch mal kurz demonstrieren. Dann einfach wieder auf Addons gehen und dann geht ihr hier auf Erweiterung und dann müsst ihr hier jetzt Stylish bei euch stehen. Macht den Doppelklick drauf und geht auf die Seite. Gleich beginnt das Strahlen wieder. Auf der Seite ist mir das aber relativ unwichtig, da bin ich nicht oft drauf. Und ich glaube nicht einmal, dass es für die Seite so ein Teil gibt, aber gut. Dann gebt ihr hier oben einfach ein Facebook zum Beispiel, wenn ihr das für Facebook haben wollt. Es ändert nicht nur die Farbe, sondern es sind wirklich ganz viele verschiedene Looks. Es ändert auch, seht ihr auch, es ändert sich einfach viel mehr als nur die Farbe. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Wie ihr für Assassin's Creed Fans oder was weiß ich. Gibt es alles Mögliche. Hier könnt ihr auch einfach weiterklicken. Das könnt ihr natürlich mit vielen verschiedenen Seiten machen. YouTube, Facebook, Google. Da klickt ihr einfach drauf und dann Install with Stylish. Ist eigentlich recht einfach und recht simpel. Ich habe das hier für YouTube, weil das hier ist mir persönlich zu schwarz. Da werden manche Videos so ein bisschen komisch angezeigt. Ich habe mir das hier geholt. Update brauche ich nicht, ich habe es ja heute erst gemacht. Da steht einfach Install with Stylish, da klickt ihr drauf. Ich kann es euch anhand eines kleinen Beispiels zeigen, wie zum Beispiel Google. Hier, nehmen wir mal das hier. Install with Stylish, installieren. Zack, fertig. Google hat sich bei mir noch nicht geändert, weil ich habe schon anderes drin. Aber ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Erweiterung Stylish, Seite verwalten. Und ich habe hier zweimal Google. Wo ist es denn? Da. Einmal das und einmal das. Ich deaktiviere einfach mal das andere. Und da seht ihr es auch schon. Es ist nur noch das da. Mir persönlich gefällt das nicht so. Deswegen kommt das auch erstmal wieder raus. Ich aktiviere das wieder und entferne das neue. Weil das brauche ich nicht. War nur Demonstration. So, das könnt ihr wie gesagt mit vielen verschiedenen Seiten machen. Und ich hoffe, ich habe euch damit auch einigermaßen weitergeholfen. Ich habe das jetzt einfach mal so gedacht. Da ich jetzt nicht gewusst habe, wie das geht und ich irgendwie zu faul war, das immer zu machen und ich habe mir immer gedacht, jetzt sollte ich das vielleicht mal gucken, wie das geht oder das mal machen. Vielleicht seht ihr es ja jetzt einfach mal und dann denkt ihr euch, hey komm, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, mache ich auch mal kurz. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen und wenn es euch geholfen hat, würde ich mich über eine Bewertung natürlich riesig freuen oder einen Abonnenten mehr. Gut. Mit dem Abmoderieren habe ich es immer noch nicht so, wie es aussieht. Ich würde sagen, ich wünsche euch einfach nochmal einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal bei einem weiteren Tutorial oder bei weiteren Videos. Und